Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte euch heute mal erklären, woran es liegen kann, dass vielleicht der ein oder andere von euch mit seinem Unternehmen nicht so vorankommt, wie er sich das wünscht. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, dass jedes Unternehmen, egal ob ihr jetzt eine Einzelperson seid oder schon Mitarbeiter habt, ein Team habt, dass es immer drei verschiedene Positionen zu besetzen gibt, ja, um ein Unternehmen wirklich nach vorn zu bringen. Auch wenn ihr jetzt eine einzelne Person seid, die das Unternehmen führt, seid ihr trotzdem alle dieser drei Punkte und Positionen. Das ist einmal ganz wichtig oben der Unternehmer, ja, der Chef von dem allem. Das zweite, was ihr habt, ist eine Führungskraft, der für die ganze Organisation und so zuständig ist. Und der dritte Punkt ist der Arbeiter. Ja, so der quasi das laufende Geschäft macht, der im Training ist, der das ganze Ding am Laufen hält. Und die drei Dinge seid ihr als Einzelunternehmer vereint in einer Person. Ihr habt auch alle drei Positionen in euch. Also derjenige, der das Unternehmen führt, der kreativ ist, der die Ideen hat, der das Ganze aufgebaut hat, der eine Vision hat, es nach vorne zu bringen. Ihr seid aber auch am Organisieren. Ihr seid dabei, vielleicht Prozesse zu optimieren und zu gucken, wie wird es für mich leichter. Und ihr seid aber auch Mitarbeiter oder Arbeiter und manche auch der beste Mitarbeiter im ganzen Team. So, jetzt sind wir aber in folgender Herausforderung. Welche dieser drei Positionen nimmt denn den größten Raum ein? Bei den allermeisten meiner Hundetrainer oder was ich so mitkriege in euren Gesprächen, ist, dass ihr noch zu sehr in der Rolle des besten Mitarbeiters seid. Das heißt, ihr verbringt eure meiste Zeit damit, Trainings zu geben, allem hinterher zu rennen, Telefonate zu machen, vielleicht ein bisschen Kundenakquise zu machen. Aber ihr seid in so einem Hamsterrad und seid gefühlt die ganze Zeit am Arbeiten. Nicht nur gefühlt, manche sind das in der Tat und wundern sich, warum sie irgendwie nicht vorankommen. Ich kann euch erklären, warum. Weil, wenn ihr die ganze Zeit arbeitet, geht es natürlich immer bis zu einem bestimmten Punkt. Irgendwann habt ihr keine Zeit mehr, keine Kapazität mehr, keine Energie mehr, keine Lust mehr, weil es zu viel ist, weil ihr zu den anderen Dingen überhaupt gar nicht mehr kommt und die Arbeit, wirklich dieses wirkliche Training am Endkunden euch so viel einnimmt, dass ihr gar keine Chance habt, euch Gedanken zu machen, wie könnte ich es denn einfacher organisieren? Oder sogar, wie die Führungskraft oder der Unternehmer ganz oben entscheiden würde, was muss ich denn einleiten, um mein Unternehmen weiter nach vorn zu bringen? Dafür ist meiner Erfahrung nach immer viel zu wenig Zeit da. Wenn aber kein Unternehmer oben drüber steht, der sagt, okay, wir müssen jetzt das einleiten, so wird es einfacher, so kann ich Prozesse optimieren, so kann ich meine Vision verwirklichen. Wenn dazu keine Zeit ist, dann seid ihr immer in diesem Hamsterrad unten beschäftigt, irgendwie was am Laufen zu halten und keiner oder keine Stimme in euch hat Zeit und Energie und Kreativität und Kraft, mal zu schauen, wie kann ich denn das, was ich habe, noch optimieren und nach vorne bringen. Also wenn ihr dem Unternehmer oben zu wenig Zeit gebt, um nachzudenken, um kreativ zu sein, um Sachen einzuleiten, werdet ihr aus diesem vielen Arbeiten gar nicht rauskommen, weil wie wollt ihr euch denn anders organisieren? Das heißt, meine Bitte an euch ist, schafft euch bitte Freiräume, auch wenn es am Anfang sich komisch anhört. Ihr müsst vielleicht Kunden absagen und Stunden canceln oder Stunden zusammenlegen oder euch wirklich mal ein, zwei Tage in der Woche rausnehmen, um euch hinzusetzen und zu sagen oder um zu überlegen, wie mache ich denn weiter? Wo sehe ich mich denn in einem Jahr? Ja, möchte ich da immer noch von nachmittags 2 bis abends um 20 Uhr auf dem Platz stehen? Möchte ich jedes Wochenende arbeiten oder möchte ich wirklich, bin ich zufrieden mit meinen 2000 Euro oder möchte ich gerne 5 oder mehr haben? Da mal Gedanken machen und dann zu überlegen, was soll sich verändern und was muss ich jetzt einleiten? Welche Gedanken muss ich mir jetzt machen, heute und morgen und nächste Woche, um dahin zu kommen? Weil wenn ihr diese Schritte nicht einleitet, dann kommt ihr da auch nicht hin. Und drum müsst ihr unbedingt, wenn ihr noch alleine seid, schauen, dass ihr der Führungskraft oben, demjenigen, der kreativ ist, dem Unternehmer, der ganz oben steht,
und der Führungskraft genug Raum und Zeit verschaffen, auch seine Arbeit zu tun und nicht nur die ganze Zeit wirklich aktiv in allem hinterherrennen zu vergeuden, um dann nicht den nächsten Schritt zu schaffen. Also ich bin auch jemand, der ja unheimlich kreativ ist, aber auch nur, wenn er Zeit hat und die Energie dazu. Das heißt, ich persönlich brauche auch nicht mal nur 2 Stunden, um mich irgendwie wo dran zu setzen. Meine Kreativität und meine Entspannung geht wirklich erst los, wenn ich sage, ich habe so einen halben Tag für mich. Also da tickt jeder so ein bisschen anders. Manchen reicht ja auch mal so eine Stunde am Nachmittag für sich, um den Cappuccino zu trinken. Da kann ich nicht runterfahren. Da kreisen meine Gedanken immer noch weiter. Bei mir fängt es wirklich erst an mit einem halben Tag. Und da weiß ich dann, okay, ich habe heute nichts mehr. Jetzt setze ich mich ran oder gehe mit meinen Hunden spazieren oder fahre zu meinem Pferd. Und dann denke ich über Dinge nach, die mich weiterbringen, mein Unternehmen weiterbringen, meine Mitarbeiter anders strukturiert. Dann habe ich noch mal eine Idee, dann spreche ich im Team darüber. Aber das passiert nicht. Oder kann nicht passieren, wenn ich immer nur im laufenden Geschäft bin und am Abend froh bin, wenn ich dann irgendwie abschalten kann. Also das ist wirklich ein Punkt, da solltet ihr mal überlegen, wie viel Zeit hat denn welcher Mitarbeiter in euch? Ja, oder wenn ihr vielleicht wirklich schon Mitarbeiter habt, ist es wirklich so aufgeteilt, dass ihr euch aus diesem aktiven Arbeiten so weit herausnehmen könnt, dass dieser Part abgedeckt ist? Und ihr zumindest ein paar Stunden Zeit habt, um zu organisieren und natürlich auch, um ganz wichtige Entscheidungen zu treffen, die halt nur ihr treffen könnt. Das heißt, ihr könnt für diese 2 unteren Positionen gerne auch gut Mitarbeiter anstellen. Aber diese Chefsachen, diese Unternehmersachen, die hängen halt an euch. Also es sind eure Gedanken, eure Kreativität, eure Vision, die es umzusetzen gilt und auch letztendlich eure wichtigen Entscheidungen, die gefällt werden müssen, um das darunter alles nach vorn zu bringen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger und absolut spannender Punkt, wie ich finde. Und da denkt mal drüber nach, ob ihr denn zu 90% euer bester Arbeiter seid oder ob ihr schon vielleicht Führungskraftpositionen habt, wo ihr in der Woche sagt, okay, da bin ich wirklich am Organisieren, am Planen. Und wie viel ist denn wirklich der Unternehmer, der schaut, dass es immer einfacher wird, immer weiter nach vorne geht, dass die Umsätze besser sind, dass die Kunden noch zufriedener sind, dass das Angebot jede Woche und bei jedem Kurs noch besser wird. Habt ihr da genug Zeit, um wirklich diese ganz wichtigen Entscheidungen zu treffen, um auch euer Unternehmen weiter nach vorn und auf ein anderes Level hochzuheben? Ich bin super gespannt auf eure Kommentare und wünsche euch somit viel Spaß beim Nachdenken und bis zum nächsten Video. Eure Julia.